Rettungsmission Tag 7. Und am Ende des letzten Parts haben wir doch tatsächlich noch eine Person gerettet für unsere Crew. Den Digo. Ja, und den da. Also, Digo, hast du wirklich unseren Piloten getroffen, als du gestrandet warst? Tja, also, ja. Bernhard und ich sind uns mal begegnet, aber dann, hat sich ihn so eine belaubte Kreatur geschnappt. Eine, wie bitte? Wir sahen eine Kreatur mit Blättern auf dem Kopf, jemanden mit auf einen großen Hund landen. Bernhard und ich wollten folgen, aber tja, wir waren zu spät und der Getrandete wurde in eine Höhle geslappt und auch in so eine Blattkreatur verwandelt. Wie der weiß ich ja, aber... Und dann? Das ist eine interessantere Frage. Das wollte ich doch gerade erzählen, jetzt dräng mich nicht so. Jedenfalls hat uns dann dieser Laubtyp entdeckt. Wir haben die Beine in die Hand genommen, das kann ich euch sagen. Aber als ich mich umdrehte, war Bernhard weg. Vielleicht hat er es rausgeschafft. Nicht rausgeschafft. Und wurde auch zu einem Laubling. Hey, was macht denn dieser Laubling hier? Und warum ist er ohnmächtig? Hat er das dir zu verdanken, Funker? Selbstverständlich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum diese Person ohnmächtig ist. Let's Play Markus hat sie gerettet. Doch wenn man nach dem geht, was du erzählt hast, könnte dieser Laubling etwa Bernhard sein? Möglich. Nebenbei waren es Bernhard und ich, der uns das Wort ausgedacht haben. Laubling. Wir haben sie so genannt, weil sie überall Blätter auf dem Kopf haben. Ganz schön clever, ich weiß. Diese gestrandete Person könnte unser Pilot sein, aber niemand von uns weiß, wie wir ihn heilen können. Wir müssen diese Laublinge retten, aber ohne einen Arzt können wir nicht mehr tun. Wir müssen Spanellen schnell finden. Rettungscrew auf eure Station, bitte. Verstanden, Chefin. Der Arzt. Die Frage, die sich mir stellt, hilft er mir jetzt auch in irgendeiner Form? Nee, das ist was ganz anderes. Schatzkatalog? Das Schnutz. Ich bin dir ja so dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ganz durcheinander. Eigentlich habe ich nur für die seltenen Schätze hier mich interessiert, aber eine Bruchlandung war nicht geplant gewesen. Oh, Verzeihung, mein Name ist Schnutz und ich bin Schatzgutachter. Ich halte meine Erkenntnisse gerne im Katalog fest. Oh, jetzt kann ich... Ach, siehst du dich für Schätze. Dann wäre ich sehr erfreut, wenn du dir meinen Schatzkatalog ansehen könntest. Es ist nur leider so, dass ich alle Daten verloren habe, die, als ich auf diesem Planeten gestrandet bin. Wenn es dir nichts ausmacht, würdest du mir erlauben, alle Schätze zu begutachten, die du sammelst? So könnte ich mit deiner Hilfe sämtliche Schatzdaten in meinen Schatzkatalog zusammenstellen. Für deine Mühe sollst du auch eine Belohnung erhalten. Du müsstest mich nur über deine Funde auf dem Laufenden halten. Sammle 50 Schätze. Ja gut. Und hier können wir uns die wirklich alle anschauen. Begutachten mit A. Kein Text. Ach so. Zoom? Ich weiß nicht wie. Und Schnutz hat Nachrichten. Ja, Freunde, den Schatz, ne, das werden wir uns alles am Ende des Abenteuers anhören. Wenn anscheinend noch mehr Leute was zu sagen haben, ne? ZR-Notizen. Aber er gibt gerade nur die Notizen von Schnotz. Er wird noch mehr geben. Komm gerne jederzeit vorbei, wenn du einen Blick in den Schatzkatalog werfen möchtest. Eigentlich war ich auf der Suche nach Digo, aber... Hallöchen, mein Name ist Kiddes. Vom Beruf bin ich Florist. Eigentlich bin ich zu diesem Planeten gereist, um seltene Blumen zu finden, aber dann ging alles schief. In einem Moment betrachte ich noch eine wunderschöne Knospe, im nächsten bin ich plötzlich gestrandet. Also tja, Schluss mit Abenteuer. Ich habe erstmal genug vom Erkunden. Mhm. Aber der hat immer noch irgendwie ein Ausrufezeichen. Aber ganz aufgeben möchte ich auch nicht. Bei meiner Abreise soll es hier mehr Blüten geben als bei meiner Ankunft. Dafür bräuchte ich aber Hilfe. Lass auf den Köpfen der Pigment Blumen erblühen. Erfüllen wir diese Welt mit ihrer Schönheit. Du sollst auch nicht umsonst tun. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir eine Steinsammlung. Na, was sagst du? 300? Aber ich habe schon so viel erblühen lassen. Naja, gut, dass wir die Mission dann mal angenommen haben. Hier bist du. Jetzt könnt ihr euch entspannen. Digo ist zurück. Wie die Rettungskuh nur so lange ohne mich auskommen konnte? Na, das würde sich sicher noch zeigen. Erstmal hat mir die Anführerin befohlen, mich ordentlich auszuruhen. Also, falsche Stimme, ne? Ein bisschen. Also gut, Grünschnabel. Nicht nur lispeln, sondern auch, ne?
Dann sehen wir mal, was du drauf hast. Jetzt guck nicht so, eine Aufgabe mehr schadet dir nicht. Ich will, dass du dir jeden Winkel dieses Planeten anzaust, bis jedes Gebiet zu 100% der Force ist. Erkunde ein Gebiet zu 100%. Ja, das hatte ich ohnehin vor. Du kriegst leider nichts, aber wir können noch was investieren. Wenn man den Erfolg einer Mission sicherstellen will, sollte man drei Dinge tun. Trainieren, trainieren und trainieren. Er hat sogar drei. Das heißt, ich könnte Sprint. Aufladezeit. Das ist wahr. Der braucht echt lange zum Aufladen. Hunde paddeln. Schneller schwimmen. Ich mache das mit dem Aufladen jetzt. Okay. Den immer ein bisschen pimpen. So weit, so gut. Gib weiterhin alles bei deiner Arbeit. Und dann gehen wir nochmal los. Aber ist das vielleicht das Ende? SOS-Signal. Wir gehen nochmal rein an die sonnigen Anhöhen. Wohin sonst, ne? Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt tatsächlich uns um Schätze kümmern. Um es zu beenden. Ja. Wir sind ja auch auf einem neuen Landepunkt. Ganz oben, oder? Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich würde also direkt gucken, ob wir die Zeit wirklich nutzen wollen. Sehen wir ein Signal? Ich meine, wir haben die Karte jetzt aufgedeckt. De facto. Ja. Schon mal Punkt 1. Wir haben die aufgedeckt. Wir haben das Dandori geschafft. Beide. Also Duell Dandori und das Richtige. Die blaue Zwiebel. Kriegen wir irgendwie nicht. Was schade ist. Die Dungeons würde ich gerne beenden und ich schätze, die hier rumliegen am besten. Wollen wir das zum letzten Tag machen, Freunde? Ja. Beginn. Wir dürfen den letzten Tag ja immerhin beenden. So, 20. Wir kriegen ja viele Eispickmänner. Ich hätte halt gern noch irgendwie solche Zwiebeln gehabt, damit wir mehr Pikmin mitnehmen können. Aber das ist jetzt scheinbar. Die Demo scheint für uns ausgeschöpft, Freunde. Ich finde keine mehr. Mit mehr Pikmin könnte ich natürlich auch die Zwiebel bergen, die blaue. Aber heißt es auch, dass wir blaue Pikmin bekommen? Ich weiß es nicht. Die gelben haben wir auch zuerst wild entdeckt. So, pass auf. Liegt hier drüben ein Schatz? Nö. Wobei, wir müssen uns ja auch nicht beeilen im Dungeon. Anders als ich im Vorfeld vermutet hatte. Ist es ja nicht so, dass wir dass die Zeit weiterläuft. Aber generell dieser ganze Aspekt mit der Nacht, der angeteasert wurde, von dem merken wir bislang noch gar nichts. Also es scheint auch eine Sache zu sein, die sich in der Demo noch nicht bemerkbar macht. Man hat also das Gefühl, es gibt noch viel zu tun. Eben 100%. Ach, da steht's. Was hast du denn gesagt? Ja. Ah, weil der Dings aus ist. Stark. Wir sammeln jetzt Schätze. Jetzt wird gelootet. Jetzt machen wir so viel, wie irgendwie möglich ist. Auf der Oberwelt. In den Dungeons. Das wird irre. Und vermutlich wird das erstmal der letzte Part. Moment, die Zeit vergeht schon, ne? Aber sechsmal langsamer. Da hinten haben wir was. Gut, dass die Gegner noch alle weg sind. Ihr könnt das transportieren.
brauche auch nur zwei. Richtig stark. Oh, brauchen wir da vielleicht gelbe für? Nee, das soll doch so gehen. Ist das Origami? Die Schätze werden direkt verrechnet. Ach, wann freue ich mich auf die Vollversion, Freunde. Das wird ein Fest. Das wird so ein Fest, meine Damen und Herren. Einerseits fand ich das zwar ein bisschen albern, wie wir versucht haben, die Schätze zu dodgen, aber wir haben so viel schon geschafft dafür, was uns sonst nicht möglich gewesen wäre. Und da muss ich sagen, finde ich es auch ein bisschen komisch von Nintendo, so eine Begrenzung zu setzen. Let's Marcus, Ocean, ihr habt es geschafft, toll gemacht. Mit der Energie, die wir dank euch sammeln konnten, können wir das Radar der Shepard weiter reparieren. Ach so, weil wir so viele Sachen haben. 1500 Glycerium. Quasi ein neues Level geben. Alter, was eine Textur. Was war das für eine Textur? Niemand wurde gerettet, aber pass mal auf hier. Zack, 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 zack. Komplett erforscht. Ich hörte aber, ich darf den Tag beenden noch. Das wollt ihr mir doch nicht nehmen, oder? Piklopädie. Näherst du dich einer Kreatur, die zum ersten Mal begegnest, wird es in der Piklopädie registriert. Sich der Kreatur zu nähern reicht? Und vor allen Dingen, wo ist die Piklopädie? Und ist Louis auch dabei? Obwohl, komm, wir haben genug Kochtipps gesehen. Der Pikmin 3 Deluxe hat es ja auch übertrieben. So, das war easy going. Mal ein Fähnchen dran. Ja, bleib mal ausgeglichen. Dann haben wir hier nämlich noch Schätze gesehen. Die holen wir uns auch direkt. Da haben wir ja so einen kleinen ärgerlichen Gegner besiegt. Einfach hervorragende Arbeit geleistet im Vorfeld. Noch irgendwas? Ja, in der Gegend überall liegt was. Ah, da komme ich gar nicht so leicht hin. Doch, ich komme da hin. Frage ist, brauchen wir bestimmt gelbe, oder? Und wie es aussieht, viele. Nee, geht doch so. Auch gut. Und hier liegt noch was. Eine Erdnuss, jo. Das passt. Wo seid ihr? Die anderen brauchen so lange. Irgendwas dazwischen gekommen? Scheinbar nehmen die nur einen ganz schönen Umweg. Na, was soll's. Im Prinzip könnte ich ja schon zum nächsten Deckel gehen. Und sobald es abtransportiert ist. Die sind ja in Sicherheit. Hier noch die Leichen rum vom letzten Tag. Sehr gruselig. Wenn wir aus der Fabrik rauskommen, können wir Sachen wie das da abtransportieren. Allerdings würde ich dafür das Raumschiff dann woanders hinholen. Weil das ist da schon ein bisschen abseits. So, mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir doch mal hier rein. Jetzt kommt's, Leute. Ja, jetzt bin ich so am Looten. Das ist der Wahnsinn. Von der vorherigen Fabrik habe ich mir auch mehr erwartet. Generell, die Dungeons sind echt flach, nenne ich sie mal.
Die sind jetzt nicht so tief, irgendwie Sub-Level 10, dies, das. Kann man da auch zu dem Entschluss, es geht den Leuten nur noch auf den Keks, oder? What's the reason behind this? Behind this decision. Die sind auch noch alle tot. Was für ein Anblick. Dann los. Hell, Pikmin 4 hat viel weniger, dass ich das überhaupt sagen kann, ein Urteil bilden über Pikmin 4. Pikmin 4 hat weniger Anteil auf Züchten irgendwie, also viel mehr, ich nenne es mal Action. Und weniger, ja, das ganze Zuchtgedöns. Was okay ist. Aber, naja. So, effektiv. Dandori nennt man das, ne? Also mein Zeitmanagement und so. Ich lasse nichts anbrennen. Da hinten sind sie. Habe ich alle? Ich guck mal ganz kurz. Ja, die Leiste ist auch weg. Also die Leiste ist still. Schatzleiste. Muss. Das wird ein chlorreicher Part heute. Und der vorerst letzte. I assume. Ich finde schon gut, wir haben viel erreicht. Da sind die zwei Schätze. Ich schätze, das geht in Ordnung. Ah, witzig. Auch hier noch alles gelöscht und so. Ah, optimal. Ah, für Gelber. Ey, aber eins muss ich sagen. Ich hab... Ich hab die Schätze extra runtergeworfen für den Fall der Fälle. Die sind zurück. An ihrem Ursprungsort. Was vielleicht sogar richtig ist. Manche werden sagen, natürlich ist es richtig. Weil es hätte ja sein können, dass Schätze irgendwie aus Gründen, ne? Sieht nicht so aus, ist unrealistisch, aber ich vergesse es nie, wie mir das Raumschiffteil in Pikmin 1 2010 out of bounds gefallen ist. Und wenn aus irgendwelchen Gründen, ein Schatz irgendwie unerreichbar wird, dann ist es halt schwer zu sagen, ne? Deswegen ist es besser, wenn die sich immer resetten, sobald man irgendwie ne? Komplett erforscht. Das wollte ich sagen. Fun Fact, ich nehme die komplette Demo am selben Tag auf. Inzwischen bin ich ein bisschen platt. Hab mit dem Mund fusselig geredet. Ich will halt vor allen Dingen gucken, wie groß die Demo ist. Und wie viele Parts ich daraus ziehen kann. Ja. Wo ich das aufnehme, habe ich die Parts noch nicht nachgezählt, aber Heidewitzka, es sind einige. Es sind einige. Auch das scheint... Ist dann... Man sieht es nicht auf der Karte. Aber da steht Höhle vollständig erforscht. Super. Da ist noch ein Deckel. So, ich möchte das Raumschiff aber hier hinbringen. Ab und der Tag ist immer noch frisch. Jetzt hier hin. Wir werden aber locker über 2000 kommen, Freundchen. Moment mal. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht.
Fabriklabyrinth, der Boden bewegt sich! Verzweifelt versuchte ich, einen Weg zu finden, doch allein gelang es mir nicht. Ich frage mich, ob Moss mir in dieser schwierigen Situation behilflich sein könnte. Ich glaube es nicht, ne? Ich habe da oben Empfehlungen, ne? Ich glaube es nicht. Aber wenn wir jetzt blaue Pikmin begegnen sollten, ey, dann hätten wir richtig was zu tun. Dann hätten wir jetzt noch ganz schön Stress. Das heißt aber auch, ich kann diesen Dungeon jetzt komplett lösen. Also so richtig. Vollumfänglich, keine Rücksicht auf Verluste. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Wie geil ist das denn? Also, Fabriklabyrinth. Und was ähnliches gab es in Pikmin 2, Missionsmodus oder wo war das? Als ob du da hinten bist. Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wurdest von Ochin getrennt. Was ist das Protokoll für eine Situation wie diese? Pass auf, Let's Play Markus. Du musst dich mit Ochin verständigen und einen Treffpunkt finden. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen. Wechsle dann mit Hilfe von L zu Ochin. Alter, Teamwork. Ja, aber... Wie kann ich denn dafür sorgen? Wir schauen uns erstmal um. Förderbänder. Oh nein. Das ist ein Problem. Ach, hier steht weg. Ach, das ist gemeint. Das ist ja nice. Ging doch schon die ganze Zeit? Kann das auch? Der hat einfach volle Macht. Fantastisch. Aber das hat wirklich Pikmin 2 im Missionsmodus, gab's da schon. Sekunde, ich kann dahin und dahin. Ein bisschen fertig gerade. Diesen Schatz zu bekommen. Jetzt wird es ja rätselhaft. Ist ja fantastisch. Pass auf. Er muss ja nach da hinten. Die Attacke haben wir auch. Ist das schön. Oh mein Gott, ist das gut. Wie gesagt, es ist nicht neu. Aber die wenigsten werden es kennen. Das war sehr stark von mir. Das war jetzt ein bisschen zu umständlich, aber... Aber irgendwie passt's. Irgendwie wird's. Nehmt alles mit. Die gehen da durch extra. Cool gelöst. Aber irgendwie deppert. Fantastisch, oder? Ne, kein anderes Wort als fantastisch. Simpel, ja. Aber effektiv. Auch so einen riesen Umweg gehen, oder was? Oh
nein, das ist überhaupt noch möglich. Macht mich nervös. Das ist nicht mehr möglich, ne? War ein Versuch. Ich verstehe das nicht. Warte, wir waren doch eben auch hier. Wie konnte man das denn so verändern jetzt? Dass, wenn ich jetzt da runtergehen würde, wären wir komplett gefangen. Gesoftlockt. Oder bin ich dämlich? Warte. Ich jetzt. Ja, absteigen. Wenn ich jetzt hier runtergehen würde, wären wir gefangen. Es war riskant. Ja. Wenn du jetzt wüsstest, was du zu tun hast. Er kann's nicht. Ja, okay, pass auf. Wir gehen erstmal weiter. Man fragt sich, was ist das denn, ne? Die große Frage. Aber wie das sein konnte, rein von der Logik. Ich hol das noch nach. Das holen wir uns. Hier ist jemand gestrandet. Okay. Das könnt ihr doch abtransportieren. Was hindert euch? Achso. Das Item ist zu groß. Die Pikmin können durch, aber das Item ist jetzt zu groß. Ein bisschen Angst, dass ich hier jetzt die Pikmin wieder runterschmeiße. Ne? Gesehen, dass da zwei fehlen. So, meine Damen und Herren. Was ist hier los? Was tut er denn? Hallo. Ruhig. Das riecht nach Ausgang da hinten. Okay. Da machen wir es Schritt für Schritt. Ist so in Ordnung. So gut. Was weg ist, ist weg, ne? Ich mich verlaufen. An mir soll es nicht liegen. Ich glaube, das ist nicht kompliziert hier. Tu mal nicht so. Aber bisher auf jeden Fall. Ich kann ja nur von dem sprechen, was wir bisher gesehen haben. Sind die Sublevel viel mehr auf Erkundung und Rätsel aufgebaut, während die in Pikmin 2 echt fast nur aus Kämpfen bestanden. Das ist interessant. Wie kriegen wir ihn darüber?
Nee, wird er nicht. Das ist... Deswegen ist er die ganze Zeit so fuchsig. Ach, diese Eisenstangen sind... Ach so. Ich hab das nicht gesehen. Ich dachte, es wäre nur eine... Damit könnt ihr das auch abtransportieren. Das ist gut. Und dann ist der Fisch so gut wie rasiert, ne? Aber mir gibt das Spiel auch das Gefühl, da kommt noch absurd viel. Allein, dass ich die ganze Zeit mit so wenig Pikmin rumlaufe, verhältnismäßig. Du musst doch noch auf mindestens 100 Pikmin hochgehen und am Ende, ich sag mal, brettern. Okay, das ist simple as that. Dann haben wir's. Das sammelt aber auch so schnell ein, das Ultramotivier-Spray. Das muss man auch nochmal wirken lassen. Ein weiterer Gestrandeter. Und es könnte sogar einer von der Crew sein. Ich muss mal mein Äußeres ändern. Vielleicht tun wir das. Vielleicht gibt es in der Vollversion einfach mehr Designs. Ich sehe mir die Visitenkarte an. Hoffentlich ist es einer unserer Kollegen. Spanell und Bernhard werden noch vermisst. Dalmo, Heimatplanet Sozo. Er liebt Tiere und sie lieben ihn. Diese Zuneigung ist so aufrichtig wie sein Lächeln. Für einen Forscher nicht selbstverständlich. Mein Tierfreund? Er hat sicher Captain Olimas Logbuch gelesen und interessiert sich für die Kreaturen hier. Zum Glück haben wir ihn gefunden, bevor er gefressen wurde. Wie viele ganz normale Leute sind denn eigentlich hierher gekommen, weil sie mal ein Abenteuer erleben wollten? Wenn das so weitergeht, treten wir uns hier bald gegenseitig auf die Füße. Sieht so aus, als hätten wir hier alles. Haben wir auch. Leute, erfolgreich. Was ist das denn, ey? Da kann ich mir schon mal selbst auf die Schulter klopfen, ne? Das ist ehrlich herrlich, was hier passiert. Dalmo Tierfreund Motivation erhöht. Und eine Menge Glycerium. Ja gut, 75%. Ja, ich muss noch einmal rein. Oh, das ist lästig. Ich muss noch einmal rein. Direkt. Los, los. %50. Zwei Schätze. Ne? Dann los. So, wo ist es jetzt eigentlich? Es ist jetzt dort. Moment mal. Funktioniert das doch gar nicht. Hä? Warum ist der jetzt bei uns? Der darf doch gar nicht bei uns sein. Ich habe das Gefühl, als würde ich irgendwas... wissen. Jetzt hier hingehe, bin ich wieder da gefangen, mit dem Unterschied, dass da alle sind.
kommst doch immer da raus, wo du runtergesprungen bist. So könnte man vielleicht auch cheesen und sagen. Das geht! Ist das gewollt? Das wäre natürlich eine Erklärung, das wäre eine Lösung. Ich glaube, das soll. Das heißt, ich hätte das auch vorhin so machen können. Witzig. Okay. Ja, dann bin ich ja noch auf die Lösung gekommen, ne? Das geht. Aber das kann ich ja nicht machen, wenn der auf mir drauf ist, oder? Doch. Sag das doch gleich. Und so nimm doch das ein Happy End. Weißt du, oben links? Genau. Herrlich. Abgang oder geht das so? Das geht so. Das geht. Das geht! Tut man nicht alle für so ein Skateboard? Oder war es ein Longboard? Man weiß es nicht. So, ich habe jetzt eine ganz andere Preisfrage. Wenn wir diesen Dungeon zuvor erfolgreich nicht gesehen haben, haben wir dann nicht überall in der Gegend noch was zu sehen? Material, das ist auch schön. Dass da jetzt diese Armut an Material eben nicht mehr herrscht. Oh, nicht werfen. Gut. Nehmen wir direkt das Erdbärchen mit, aber pass auf, dass du ihr keinen Heiratsantrag machst. Gucke ich, ob wir... Das ist halt so schade. Ich habe fast das Gefühl, das geht irgendwie. Dann haben wir wirklich alle gelöst, ne? Da war nichts mehr offen ansonsten. Dann nur noch Oberwelt. Und wir haben noch den halben Tag. Haben noch den halben Tag. Für möglichst viele. Vermutlich brauchen wir mehr Gelbe für diese Uhr, aber wir schauen mal. Das war das Strawberry. Ja, die Schatzanzeige ist auch ein bisschen Müll, oder? Du guckst lieber auf der Karte. Als ob das nicht geht. Also, was denn sonst und wie denn sonst? Wollen die mir wirklich erzählen, ne? Halbzeit, Mahlzeit. Gut, wisst ihr was? Gibt so viel zu erkunden. Also, wenn ihr wisst, wie man an die Uhr drankommt, könnt ihr es mir auch gerne sagen. Dann hole ich das schnellstmöglichst nach. Dann in der Vollversion, nicht? Vor uns. Achso, das war...
Das ist die Uhr. Was ist das für eine Ecke nochmal? Gehen wir es an. Was ist da oben drauf? Kommen wir da inzwischen hin? Eine berechtigte Frage. Sieht doch so aus. Das respawnt aber auch immer, ne? Ja, man, schon schön und gut, aber... Keine gelben. Dessen will ich mich vergewissern. So. Ich habe nur einen. Fantastisch. Na, die Zeit rennt. Aber wisst ihr was? Das Wichtigste habe ich ja schon. Wäre halt witzig, wenn ich das Doppelte hätte von dem, was. Was gut wäre. Wisst ihr? 1500 sind für die Demo geboten und wir machen einfach 3000 raus. Das würde mir gefallen. Ich gehört, was sie gesummt haben. Pikmin 1 gesummt. Schön. Das nächste. Wir haben noch etwas hier. Zwar an allen Ecken, aber wir sollten schon ziemlich gut hinkommen damit. Wegen der Uhr werden es direkt keine 100%. Das ist ein bisschen schade. Oh, ich hoffe... Der Ball ist zu groß. Du brauchst noch mehr gelbe, ne? Ich hab's geahnt. Mir reicht's. Ich habe mehr gelbe als rote. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wo wollen wir noch hin? Das da. Die Zeit, sie läuft. Sie läuft immer schneller, habe ich das Gefühl. Ich habe doch so einen Spaß. Lass mich doch weiterhin Spaß haben. Alles auch noch vergraben oder so. Guck mal. Diese ominöse Münze. Ja, die machen das schon. Die machen das schon. So. Und dann über die Brücke hier. Boah, das ist ja ein riesiger. Kriegen wir den so hin? Ein guter Kürbis. 30. Habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Manchmal da hinten die. Waren so zwei Münzen. Ich erinnere mich sehr gut. Stehen die da hinten oder was? Ich habe alle 40. Gut. Natürlich auch Taktik. Münzen. Knöpfe sind das. Sehe ich jetzt erst.
Die sind nichts wert. Warum? Achso. Hol doch den Kürbis. Das wird jetzt noch meine Masterprüfung. Könnt ihr aber mitkommen. Je schneller, desto besser. Das große Looten, meine Damen und Herren. Nicht alles. Aber eine ganze Menge. So. Von dem hängt alles ab. Es können auch nur 30 anpacken. Dann los. Können wir noch einen probieren? Da hängt noch die Uhr. Dann haben wir alles. Das war's ja dann schon. Bei der Uhr weiß ich halt echt nicht. Fliegende Pikmin? Ja, die würden es auf jeden Fall hinkriegen. Die sind im Spiel, aber ob die überhaupt im Main Game dabei sind, ey, keine Ahnung. Wollt ihr mir erzählen, ich habe dann wirklich, ja, bis auf diese Uhr alles zu 100%? Und die Zwiebel? Ja, wir mehr als doppelt so viel. Das ist doch herrlich. Ich weiß es nicht. Wo ist die Uhr? Viel zu weit weg. Ich bin aber noch immer noch nicht sicher, ob mir das Gebiet überhaupt gefällt, ehrlich gesagt. Das Gebiet allein ist ein bisschen... Man verläuft sich. Wird auch nicht anvisiert. Ominöse stehen gebliebene Uhr. Ich hasse alles. Hat es jetzt gezählt oder nicht? Oh mein Gott. Muss gezählt haben. Ich habe wieder so eine brutal knappe Entscheidung wie damals in Pikmin. In Pikmin 1 Anfang des Jahres. Was war das denn? Das muss doch gezählt haben. Ich meine, die Uhr liegt ja nicht mehr da. Die müsste ja da liegen. Oh, das tut mir leid. Sorry, Gelber. Das ist eine Idee, ne? Danke für den Vorschlag. Nein, ich hab die doch. Wir gucken jetzt bei der Abrechnung. Die Uhr ist dabei. Da kam mir der Geistesblitz, die Ram-Attacke. Ist dieser Pattern Epicness zu überbieten? Jetzt mach diese Ladezeit weg. Ich will sehen, ob die Uhr da ist. Die Spannung. Muss? Wo sollen die sonst sein? Ha! Oh mein Gott. Und es hing davon ab, wie Gnade, wie viel Gnade das Spiel einem einfach, gewährt. Weil wenn es sofort bei Null weg gewesen wäre. Boah, mir ist... Also, ich wechselbarter Gefühle. Gebt mir die guten Schätze. Und Freunde, damit ist es geschafft. Für den Moment. Suchradius vergrößert. Vielleicht können wir schon ins übernächste Gebiet, theoretisch. Wenn wir das Radar der Shepherd wiederherstellen und unseren Suchradius vergrößern wollen, brauchen wir mehr Glycerium. Bitte finde es für uns. Damit sollten wir unsere Reichweite vergrößern und entfernte SOS-Signale empfangen können. Versuchen wir es. Wie viele Gestrandete alleine in dem ersten Gebiet waren. Fast fertig.
Aha, wir empfangen mehrere SOS-Signale. Hoffentlich hilft uns dies dabei, unsere vermissten Kollegen Captain Olimar zu finden. Okay, das Gebiet, aus dem dem Signale kommen, Colin. Ja, sag an. Dalmo haben wir gerettet, das ist doch toll. Boah, 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 boah. Das ist die Uhr. Wie geil ist das denn? Großes Abenteuer komplett. Wir haben alle Schätze. Freunde. Was ist das denn für eine sternförmige Medaille? Russ hat die Evaluierungs-KI verbessert. Jetzt kann man sehen, wenn man alle Schätze einer Serie gesammelt hast. Oh. Aha, die Wellenmuster von Schätzen des gleichen Typs verstärken sich gegenseitig. Aus ihnen erhalten wir mehr Glycerium. Die wissenschaftliche Erklärung verstehe ich nicht ganz, aber wir sollten wohl so viele Serien wie möglich vervollständigen. Irre. Und noch die Goldklumpen. Alter, Junge, Junge, Junge. Was? Wie 98? Was fehlt noch? Schätze, ach, die Zwiebel. Ja, die konnte ich nicht holen. Aber ich schätze, steht ja auch Fragezeichen. Also habe ich doch noch nicht alle. Egal. Das war schon ziemlich gut. Egal, wie oft ich sie mir ansehe, ich werde aus ihnen nicht schlau. Diese Schätze sind schon seltsam. Oh ja, werde sie erschaffen. Und zu welchem Zweck? Man denke nur an den Schatz, den wir ganz zu Anfang fanden, die anregende Klapptafel. Sie lässt sich öffnen und schließen. Vielleicht handelt es sich dabei um ein Notfallzelt, das seinen Besitzer vor den Elementen schützen sollte. Interessante Theorie, wenn auch wahrscheinlich nicht zutreffend. Und damit, sag es, bring die Hiobs-Botschaft. Du hast diese Demo-Version abgeschlossen. Du kannst deine Speicherdaten in die Vollversion des Spiels importieren, um dort ein Geschenk zu erhalten. Sendest du eine Bestätigung, dass du diese Demo-Version abgeschlossen hast, kannst du in der Smartphone-App Pikmin Bloom besondere Belohnung bekommen. Scanne den Code. Ich wünsche viel Spaß mit dem Code. Möchtest du den Bestätigung über den Abschluss der Demo jetzt senden? Für die App nur, oder was? Hier ist die Demo-Version zu Ende. Wie das Abenteuer weitergeht, kannst du in der Vollversion erfahren. Du kannst deine Speicherdaten in die Vollversion des Spiels importieren, um dort eine besondere Belohnung zu erhalten. Ein riesiger Planet erwartet dich. Das ist ein neues Gebiet, das sieht aber mit dem anderen ein bisschen ähnlich, oder? Mit dem Pikmin auf Erkundungstour. Alter, unter Wasser, guckt euch das an, wie geil. Und ihr im Haus, ne, da freue ich mich richtig drauf. Entdecke seltsame Orte. Finde geheime Höhlen, richtig heftige Dungeons. Bist du hier in einer Spielzeugkiste? Jawohl. Meistere widrige Umweltbedingungen. Alter, noch mehr Eiskäfer und sowas. Bis zum Abend muss alles erledigt sein. Alter, Bosse natürlich. Noch mehr Bosse, triff auf gigantische Kreaturen. Begib dich auf Nachtexpedition. Auch davon haben wir bisher noch nichts erfahren. Kannst du die Rettungscrew retten? Hey, den ganz rechts habe ich schon. Entdecke versteckte Schätze. Oh. Alle möglichen Würfelarten. Kreativ. Lass dir von Ochin helfen, wie immer. Oh, die Krabbe kennt man aus Pikmin 3. Tretet in Duellen gegeneinander an. Das werden wir tun. Verbessere deine Dando-Rekorde. Wahrscheinlich auch. Arbeitet im Koop-Modus zusammen. Irre. Ja, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß. Das Let's Play geht nahtlos weiter. Und jetzt verstehe ich das auch, ne? So viel Zeit, Blut und Tränen, wie man hier bereits reingesteckt hat, möchte man das natürlich auch übernehmen und nicht alles nochmal spielen müssen. Dann wird es zu Release im 21. Juli 2023 den nächsten Part geben. Die Demo-Version endet hier. Ich finde, wir haben sie wunderbar ausgefrungen. Vielleicht sogar alles geholt, was geht. Selbst wenn nicht, dann holen wir es schnellstmöglich nach. Tolles Spiel. Ich freue mich einfach drauf. Dauert ja nicht mehr lange. Und das wäre es für den Moment. Ihr Lieben. Großartig. Da freue ich mich wirklich auf alles Weitere. In dem Sinne, bis zum nächsten Part. Däumchen wären Träumchen. Und bis dann und ciao.